Ja, also. Oder, jetzt kommt es, müsste kommen. Gut. Also es ist natürlich, ich habe natürlich meine spezielle Perspektive auf Transgeschlechtlichkeit. Was Transgeschlechtlichkeit ist, erzähle ich dann noch. Und ich erzähle es eben aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungen mit Transgeschlechtlichkeit und Tantra. Da gibt es auch ganz andere Erfahrungen, die möglich sind. So, jetzt haben wir es hoffentlich auch bald. Genau. Also es war, ja. Sorry, Technik ist immer. Entschuldigung. Ist der noch frei? Ja. Also jetzt. Ja. Ja, gut. Wenn es solange das noch lädt hier, kann ich schon mal erzählen, wie Transgeschlechtlichkeit heißt eben, dass sich Menschen nicht komplett identifizieren mit dem Geschlecht, das ihnen zugewiesen wurde. Also mir wurde das Geschlecht Mann zugewiesen und ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht Mann, fühle mich nicht als Mann. Es gibt dann Menschen, die sich dann irgendwie dazwischen identifizieren oder Menschen, die sich eindeutig identifizieren. Also ich verstehe mich eindeutig als Frau. Muss aber nicht bei allen so sein. Und dann gibt es noch den Unterschied. Manche Leute, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren, haben kein Problem mit ihrem Körper. Also es gibt durchaus Menschen, die als weiblich zugeordnet wurden, und sich aber als Männer fühlen, aber trotzdem meinen, ihr weiblicher Körper, das passt schon so, da müssen sie jetzt nichts tun. Der Vorteil ist dies hauptsächlich auf Erfahrungen, wenn man sich mit seinem Körper nicht so einverstanden fühlt und was das für die Tantra-Massage bedeutet. Das bringt ziemliche Herausforderungen in der Tantra-Massage, aber Tantra-Massage kann da auch sehr heilend sein für diesen Konflikt. Genau, also der Inhalt, ich erzähle jetzt kurz was zu Trans und wie Sexualität bei Transmenschen sein kann und was das für die Tantra-Massage bedeutet und dann eben, wie kann sich so die transgeschlechtliche Erfahrung und Tantra-Massage gegenseitig befruchten. Genau, also was ich schon gesagt habe, Trans bedeutet, dass man sich nicht vollständig mit dem zugewiesenen Geschlecht identifizieren kann. Und hier eben besonders, dass man seinen Körper als mindestens teilweise nicht als passend empfindet. Also manche sagen es dann so, ein männlich zugewiesener Mensch sagt dann, mein Gehirn erwartet einen weiblichen Körper. Das bedeutet eben für Berührung solcher Menschen, es wird spannend. Man weiß nie so genau, was da passiert, weil es eben einfach keine eindeutige Verbindung sozusagen zwischen Gehirn und Körper ist und kann auch schmerzhaft sein. Und das Spannende oder die Herausforderung ist, kann ich diesen gefühlten Körper, also wenn ich zum Beispiel eben einen Transmann vor mir habe, also eine Person mit einem weiblichen Körper oder teilweise weiblichen Körper, die sich als Mann fühlt, kann ich diesen männlichen Körper, den diese Person eigentlich spürt, in der Tantra-Massage berühren? Denn das ist dann eine sehr heilende Erfahrung für die Menschen. So, ganz konkret eben in dem ganz klassischen Fall von einem wirklich transgeschlechtlichen Menschen oder transsexuellen Menschen ist es so, dass das Gehirn eine Yoni erwartet, aber einen Lingam hat oder umgekehrt. Eben wie gesagt, gibt alle Grauzonen, aber das ist so der ganz klassische Fall. Und das erzeugt eine ständige Spannung, die man als medizinisch irgendwie auch als Dysphorie bezeichnet. Dass man ständig dieses Gefühl, man spürt ja, also jetzt eine Person, die, also eine Transfrau, die einen Lingam hat, spürt ja trotzdem ihren Lingam, aber ihr Gehirn will da eigentlich eine Yoni haben und wundert sich die ganze Zeit, also Lingam und Yoni sind klar? Okay, also ja, männliche Ausstattung, Lingam männliche Ausstattung, Yoni weibliche Ausstattung. jetzt bei einer Transfrau ist es dann so, die ganze Zeit spürt sie in irgendeiner Form ihren Lingam, aber ihr Gehirn
wundert sich die ganze Zeit darüber, dass da irgendwie ein Lingam rumhängt, weil sie das Gehirn eigentlich meint, damit gehört eine Yoni hin. Und das ist eben so eine Spannung, die kann durch OPs und Hormone mindestens teilweise aufgelöst werden. Das kann man lang darüber diskutieren, ob vollständig oder nicht, ist aber letztlich egal. Und eben richtig schön ist es, wenn dieser gefühlte Körper, wenn man es schafft, in der Massage diesen gefühlten Körper zu berühren und wenn man es aus Versehen oder wie auch immer eben eine unpassende Berührung macht, das heißt eine Berührung, die diese Person an ihr körperliches Geschlecht erinnert, kann das unangenehm sein und kann auch richtig wie bei einer traumatisierten Person richtig triggern. Da muss man also aufpassen und gucken, vorher auch abchecken. Genau, vorher abchecken, Vorgespräch, was muss man da berücksichtigen? Ich glaube, viele Sachen sind generell im Vorgespräch gut, die auch die bei Transmenschen besonders wichtig sind, aber bei Transmenschen kann es einfach ziemlich böse in die Hose gehen, wenn man es nicht tut. Grenzen abklären ist eh immer wichtig und in diesem Fall nochmal stärker, vor allem, was soll nicht berührt werden? Eben gerade, es gibt Zonen, die bei Transmenschen eben bei Berührung relativ schnell triggern können. Bei Transmännern sind es zum Beispiel die Brüste häufig. Wenn man komme schwer noch mehr dazu, aber ja. Und eben, wie soll nicht berührt werden? Es gibt eben Berührungen, die ganz stark ans körperliche Geschlecht erinnern. Eben, was weiß ich, bei Transmännern werden Brüste immer wirklich gereift oder drumherum oder so, statt so flach drauf. Oder bei einer Transfrau, wenn man sozusagen merkt, also den Lingam so irgendwie, erinnert dann ganz stark in Umständen an das körperliche Geschlecht. Muss nicht bei allen Menschen so sein, aber kann gut so sein. Und das sollte eben nicht passieren. Und umgekehrt, was fühlt sich gut bzw. passend an? Gerade auch Transmenschen, die jetzt schon länger sich damit auseinandergesetzt haben, können auch teilweise recht gut sagen, was ihnen gefällt oder was sie sozusagen in das Gefühl ihres gefühlten Körpers bringen. Das Buch habe ich nicht mitgenommen, aber es gibt auf Englisch gibt es auch Literatur, aber ich habe es einfach so, was ich eben schon von anderen Transmenschen gehört habe, ich habe das Gefühl, gerade Transmänner sind da sehr kreativ, in dem, wie sie dann sich Berührungen und auch Namen und so weiter, und das Nächste, erfinden, die oder ausprobieren haben, die gut sind. Das können teilweise auch relativ klar dann sagen. Genau, da gehört das Nächste dazu. Glaube nicht, du weißt, was jemand gefällt. Also eben, was weiß ich habe einen Lingam vor mir oder ich habe einen Yoni vor mir. Man hat so das Gefühl, man weiß ungefähr, was man da machen kann, was sich für die Leute gut anfühlt. Das muss bei Transmenschen nicht unbedingt so sein. Wieder ist auch bei anderen Menschen so. Kann sich da auch sehr unterschiedlich anfühlen. Aber da ist es auf jeden Fall wichtig, das eben abzuchecken. Genau, was ich schon gesagt hatte, als Letztes die Sprache. Da ist auch sehr hilfreich eben, oder sehr wichtig, vorsichtig zu sein, denn die Begriffe, die man typischerweise für die entsprechende Ausstattung verwendet, können sehr unangenehm sein für die Leute, weil sie sich eben an ihr zugewiesenes Geschlecht erinnern. Also bei einem Mann vielleicht nicht von einem Schwanz reden oder so. Vielleicht ganz gut einfach, also nicht bei einem Mann, sondern bei einer Transfrau. Bei einem Mann könnte es gehen, beim Transmann, aber oft einfach fragen, wie sie ihre Teile nennen, wenn man da irgendwie noch genauer was besprechen will. Oder einfach hören, wie sie es selber nennen. Genau. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass so diese trockeneren medizinischen Begriffe besser funktionieren als so umgangssprachliche Begriffe, aber bin ich mir nicht sicher, ob das bei allen so ist. Genau. Dann wollte ich einfach mal auf die verschiedenen Körper, die es da so gibt, also nicht alle Transmenschen machen irgendeine Art von Anpassung ihrer Körper. Ich habe jetzt mal rausgegriffen, jeweils für Transmänner und für Transfrauen, die Hormone nehmen und die auch irgendwelche OPs haben, wobei ich dabei Transmännern nicht so ganz sauber war, denn das ist jetzt Buck Angel, das ist ein transmännlicher Pornodarsteller. Er hat eine OP, die Mastik, also er hat sich die Brüste abnehmen lassen und das machen sehr viele Transmänner und das macht auch schon einen Unterschied, eben danach. Da werden ja auch die Brustwarzen verkleinert und so. Danach fühlt sich für sie der Oberkörper passend an. Dann ist es mit der Berührung, denke ich, auch nicht mehr so das Problem. Ich weiß nicht, wie gut man es jetzt hier sieht. Also es ist im Prinzip wie eine Yoni,
aber die Klitoris ist gewachsen durch das Testosteron, ist praktisch wie so ein kleiner Penis, aber nicht so frei wie ein Penis. Und wird aber schon als Penis erlebt von Transmännern. Mhm. Genau. Genau, hier nochmal Detail, eben die Klitoris ist durch Testosteron zu einem kleinen Penis gewachsen, aber nicht so freistehend. Und da eben gucken, wie man es schafft, das möglichst linguatypisch zu bewegen, also vielleicht tatsächlich so irgendwie so zu melken. Die Idee, also ich weiß, dass bei Sexualität das für viele Transmänner gut funktioniert, mit Strap-ons, also mit Umschnalldildo, dass sie das wirklich sehr stark als ihr eigenes erleben. Könnte man mal versuchen, weiß ich nicht, wenn da irgendwie ein Transmann seinen Strap-on mitbringt, weil der sich sehr stark als seinen eigenen Penis erleben und dann versuchen, den zu massieren. Vagina-Massage ist, also wenn sie nicht operiert sind, haben sie eine Vagina und manche nutzen ihre Vagina schon beim Sex, aber das ist eine Sache, die sich sehr schnell an ihr zugewiesenes Geschlecht erinnern kann, muss man abchecken. Also ich weiß nicht, genau, man kann es im Vorgespräch abchecken oder halt wirklich nur, wenn sie darum bitten. Also ich glaube, ich habe schon belegt, welche Menschen könnten das sein, wo es wahrscheinlicher ist, dass sie Interesse daran hätten. Ich glaube, es sind zum einen Menschen, die sich eher so dazwischen identifizieren oder Menschen, die schon sehr sicher mit ihrem Körper sind. Da kann es durchaus sein, dass sie das machen. Also ich weiß von Transmännern, die da durchaus Sex mit ihrer Vagina haben und das sehr, sehr angenehm empfinden, aber es ist oft schon sehr irritierend. Aber es ist ein bisschen, also durch das Testosteron verändert sich die Haut, es wird also ein bisschen dünner. Also bei Sex müsste man auch eher Gleitgel nehmen als bei Cis-Frauen, aber bei, hat man ja Öl oder irgendwas eh da, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ach so, ja, Cis-Frauen sind nicht Transfrauen. Also ganz normal. Normal ist immer ein schwieriger Begriff. Bio-Frauen. Ja. Ist dann die gesamte Haut gemeint des Körpers oder nur? Nee, nur im Genitalbereich. Sorry, ja, genau, nur im Genitalbereich. Sonst, klar, erinnert sich die Haut auch, das ist eher wie eine Männerhaut, härter, ja, okay, und so. Und haariger und so weiter. Ja. Das ist wie, genau. Aber eben im Genitalbereich ist es diese mehr Schleimhaut-Sache ist nicht mehr so stark. Mhm. Und genau, Brüste, eben schwierige Zone, sehr aufpassen, wenn sie noch da sind. So, genau, und dann gibt es Möglichkeiten bei Transmännern, einen Penis aufzubauen. Die einfache Möglichkeit ist Clitpen hier. Da wird der die Klitoris, die ja schon gewachsen ist, wird ein bisschen freigestellt und manche lassen da noch eine Harnröhre rein verlegen. Hier, man kann dann so Implantate in die Schamlippen oder in die Venuslippen legen, die äußeren, für Hoden. Und das ist eben der große Aufbau, da wird von woanders Haut genommen und wirklich ein Penis geformt. Und das funktioniert? Also er funktioniert nicht in dem Sinn, dass er von sich aus erregieren kann. Manche lassen sich eine Erektionspumpe einbauen. Das kriegen ja auch Cis-Männer, wenn sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen durch eine OP oder so nicht mehr erektionsfähig sind. Gibt es ja auch und das gibt es da eben auch. Genau, also großer Aufbau, eben so richtig mit richtig Haut und groß, ist Empfindlichkeit, also soweit ich es gekriegt habe, geringer als bei Cis-Männern. Und es ist so, dass die Klitoris noch so irgendwie so unter der Peniswurzel sitzt. Also genau weiß ich auch nicht wie, aber sitzt da so drunter. Das heißt, man stimuliert die Person, wenn da so ein Druck von oben drauf kommt. Dann wird die Klitoris praktisch so von oben stimuliert. Und ansonsten denke ich, ist es mit klarer Berührung, dass wirklich auch die Person mitkriegt, was da gemacht wird, ist einfach dann sehr hilfreich, wenn die Empfindlichkeit nicht mehr so stark ist. Bei Clitpen Empfindlichkeit größer als bei Cis-Mann, ist jetzt so meine Vermutung, weiß ich nicht ganz genau, aber das sind ja doppelt so viele Nervenenden in der Klitoris wie auf der Eichel. Und es ist ja immer noch nicht ganz so groß wie eine cis-männliche Eichel, also müsste schon zur deutlich größere Empfindlichkeit sein. Und deutlich kleiner, aber eben trotzdem gucken, dass man es irgendwie so berührt, dass es sich für sie so anfühlt, als ob man einen Cis-Mann berühren würde. Dann Transfrauen mit Östrogen. Man sieht so ein bisschen eben, es wachsen Brüste und Penis ist noch da, ist aber, oder Lingam ist da, aber ist kleiner. Es schrumpft durch das Östrogen oder Testosteronblocker.
Achso, zu Brüsten habe ich, genau, Brüsten habe ich jetzt hier nicht mehr auf die Seite drauf gepasst, funktioniert wie bei Cis-Frauen. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist ein bisschen härter, ist ja ein bisschen lustig, weil die Brust ja sozusagen 10, 20 Jahre später angefangen hat zu wachsen als bei Frauen, die so schon immer einen weiblichen Körper hatten. Deswegen sind die etwas fester und kleiner. Eher so wie so bei Teenagern. Aber funktioniert sonst genauso. Die Penisspitze funktioniert gut, eigentlich für, oder kann gut funktionieren als Klitoris. Vielleicht gibt es da auch bestimmte Punkte darauf, kann man fragen, die dann so wirklich dieses Gefühl verursachen. Ich glaube, der empfindlichste Punkt ist ja da so am Bändchen. Vielleicht kann man wirklich dann ganz fein nur da stimulieren. Bodensack als äußere Lippen, das ist eigentlich ziemlich klare Entsprechung. Und wenn man Penetration, also eine Yoni-Massage von innen simulieren will, kenne ich jetzt drei Varianten, wie man das machen kann. Entweder eben das im Perineum stark drücken, da kann man ja so, glaube ich, Shiatsu heißt oder so, wenn man so richtig da so reingeht, das geht eigentlich. Ist ein bisschen die Frage, wie entspannt die Person ist und so, aber da kann man ja ziemlich stark rein eigentlich. Oder eine andere Sache, also habe ich mir nur sagen lassen, aber es soll ganz gut funktionieren, dass man eine Analmassage macht, aber dann gleichzeitig, wenn man mit langen Fingern reingeht, gleichzeitig mit dem Daumen aufs Perineum drückt, dass man so gleichzeitig wirklich das Gefühl hat, ich habe was in mir drin und ist aber auch an der richtigen Stelle tatsächlich auch eine Berührung da. Oder eben, was erstaunlich gut funktioniert, dass man die Yoni, dass man ausspricht, was man mit der Yoni machen wird und es eine Vorstellung hat und die Person stellt sich es auch vor und dann eben auch eben am Perineum drücken, dass es an der richtigen Stelle ist und dann kann man, wenn man da drin ist, sich das richtig vorstellen und das kann auch ganz stark sein. Also währenddessen kommunizieren. Genau. Okay. Ja. Dann Transfrauen mit Neovagina, also recht viele Transfrauen lassen sich operieren und sich eine Neovagina herstellen. Das sind jetzt zwei Beispiele, es gibt dann hier richtig einen Eingang, aber was man halt auch, und hier auch, was man halt sieht ist, dass so das alles nicht so ganz klar definiert ist. Es ist nicht so ganz klar, wo hier die inneren, wo hier die äußeren Lippen sind. Es gibt auch nicht, hier ist die Klitoris, das ist relativ klar, aber es gibt zum Beispiel keinen Klitorisschaft, es gibt hier ein bisschen was nach unten. Und hier ist auch schon gar nicht mehr so ganz klar, wo die Klitoris ist, ich glaube hier. Die Klitoris wird aus einem Stückchen von der Eichel gemacht. Genau, und je nachdem, wie gut die Operateurin das kann, passt es vom Aussehen her halt genauer oder weniger genau. So, also generell ist es schon recht vergleichbar mit dem, was so bei Cis-Yonis da ist. Es ist weniger Feuchtigkeit, ist jetzt bei Massage wahrscheinlich wieder nicht so das Thema. Die Neovagina ist ein Hautschlauch, wird entweder aus dem Penis gemacht oder aus Bodensackhaut oder manchmal auch noch andere Möglichkeiten. Ist ein Hautschlauch und kein Muskel, also ist nicht so dehnbar. Also da irgendwie versuchen zu fisten oder irgendwie irgendeine Art von so Dehnungssachen, das geht nicht. Also das ist einfach Schluss. Das ist einfach nur Hautschlauch. Insgesamt ist es nicht so empfindlich wie bei Cis-Frauen oder möglicherweise nicht so empfindlich. Also da kann es hat vielleicht den Vorteil, dass man die Klit wahrscheinlich auch einfach direkt berühren kann und sich nicht so ganz vorsichtig rantasten muss. Die Anatomie ist eben nicht ganz so detailgetreu da. Eben, also es hängt eben sehr dann von dem Operationsergebnis ab, ob man da wirklich ganz genau definierte kleine und große Lippen hat und das Häutchen auf der Klit und so. Da muss man halt eventuell ein bisschen gucken, wie man da einfach das nutzt, was halt da ist. Jo. Genau, das war es so zu den Körpern. Und dann, wie kann sich das gegenseitig befruchten? Das erste ist eben, was bringt Tantra für Transmenschen? Also, wie kann man auch dann Tantra-Massage bewerben für Transmenschen? Und da habe ich getrennt in eben Prä-OP und Post-OP, was nicht ganz klar ist, weil man kann ja verschiedene OPs machen. Bei Prä-OP
ist eben die Sache, zuerst mal so ausprobieren, wie sich diese zukünftigen oder die gefüllten Genitalien anfühlen können. Ist auch so eine Frage, wo Menschen dann so ihre Transgeschlechtlichkeit überprüfen können. So sage, okay, ich will jetzt mal gucken, fühle ich mich wirklich so? Oder ist es jetzt nur irgendwas, mir gefällt meine Rolle als Mann oder meine Rolle als Frau nicht so oder so, sondern ist es wirklich was, wo ich mich auch körperlich so erlebe? Und wenn ich dann in der Massage es wirklich durch diese Sachen, die ich gerade erzählt habe, spüren kann, dass ich dann als Mensch mit meinem männlichen Körper meinen weiblichen Körper spüren kann, umgekehrt kann ich spüren, passt das oder passt das nicht? Und wenn es passt, gibt es so eine Erleichterung und so ein gutes Gefühl, dass dann wirklich eine schöne Bestätigung ist für die eigene Transgeschlechtlichkeit. Oder halt auch nicht, dass ich sage, nö, wieso, eigentlich passt mein Körper so, wie er ist und da ist eigentlich nichts weiter zu verstehen. Oder eben experimentieren, wie viel Umdeutung möglich ist. Also wenn ich die Teile, die ich habe, so umdeuten kann, dass sie meinem identifizierten Geschlecht entsprechen, dann muss ich nicht so viel operieren. Also wenn, keine Ahnung, zum Beispiel ein Transmann merkt, es klappt wunderbar, wenn ich einfach nur Strap-on an habe, da fühlt sich super an als mein Penis, da habe ich richtig das Gefühl, ich kriege einen Steifen oder was auch immer, dann brauche ich nicht operieren, das geht gut, dann kann ich so Sex haben und sowas kann man halt so im geschützten Rahmen von der Tantra-Massage einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren. Oder bei einer Transfrau möglicherweise, ich sage, okay, wenn ich anal penetriert wird, das fühlt sich für mich so passend und so gut an, ich brauche nicht die Möglichkeit, auch vaginal penetriert zu werden, das ist gut so, passt. Und genau. Oder auch merken, nö, es ist ganz was anderes, ich brauche wirklich eine OP. Oder eben Verbindung mit dem eigenen Körper finden. Transmenschen haben ja oft dann sehr große Schwierigkeiten, Kontakt mit ihrem Körper zu haben, weil der Körper eben nicht passt und weil, wenn ich mich auf den Körper konzentriere, ich dann diese Dysphorie erlebe, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es nicht so ist, wie ich es erwarte und so. Und wenn ich dann aber diese achtsame Berührung bekomme, und zwar wirklich die achtsame Berührung des gefühlten Körpers, dann kann ich auch schaffen, nach und nach diese Dysphorie oder diesen Konflikt zu befrieden und und wieder Frieden in meinen Körper reinzukriegen. Genau, ohne eben, ja, Frieden und Ablehnung, wirklich, weil sehr oft, also viele Transmenschen haben eine ganz, ganz starke Ablehnung gegenüber dem Körper. Und wenn dann der Körper mal achtsam berührt wird, kann es sein, dass man diese Ablehnung überwindet oder wenigstens geringer kriegt. Post-OP, also wenn Leute sich haben operieren lassen, ist es ja so, da hat irgendein fremder Mensch einen Chirurg, eine Chirurgin dran rumgebastelt und dann ist da irgendwas rausgekommen. Und das ist erstmal ja nicht meins. Erstmal tut es sowieso weh und so weiter und dann ist eben wichtig, sich das wieder anzueignen als das eigene, dass es wirklich mein Körper ist und ich das wirklich als meins empfinde und da kann ich eben auch so eine achtsame Berührung, ja, also, oder, jetzt kommt es, müsste kommen, gut. Ich habe natürlich meine spezielle Perspektive auf Transgeschlechtlichkeit. Was Transgeschlechtlichkeit ist, erzähle ich dann auch noch. Und ich erzähle es eben aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungen mit Transgeschlechtlichkeit und Tantra. Da gibt es auch ganz andere Erfahrungen, die möglich sind. So, jetzt haben wir es hoffentlich auch bald. Genau. Also es war, ja. Sorry, Technik ist immer. Entschuldigung. Ist der noch frei? Ja. Also, der ist noch da. Ja. Ja, gut. Wenn es solange das noch lädt hier, kann ich schon mal erzählen, wie Transgeschlechtlichkeit heißt eben, dass sich Menschen nicht komplett identifizieren mit dem Geschlecht, das ihnen zugewiesen wurde. Also mir wurde das Geschlecht Mann zugewiesen und ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht Mann, fühle mich nicht als Mann. Es gibt dann Menschen, die sich dann irgendwie dazwischen identifizieren oder Menschen, die sich eindeutig identifizieren. Also ich verstehe mich eindeutig als Frau. Genau, muss aber nicht bei allen so sein. Und dann gibt es noch den Unterschied, manche Leute, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren, haben
kein Problem mit ihrem Körper. Also es gibt durchaus Menschen, die als weiblich zugeordnet wurden, aber und sich aber als Männer fühlen, aber trotzdem meinen, ihr weiblicher Körper, das passt schon so, da müssen sie jetzt nichts tun. Der Vorteil ist dies hauptsächlich auf Erfahrungen, wenn man sich mit seinem Körper nicht so einverstanden fühlt und was das für die Tantra-Massage bedeutet. Das bringt ziemliche Herausforderungen in der Tantra-Massage, aber Tantra-Massage kann da auch sehr heilend sein für diesen Konflikt. Genau, also der Inhalt, ich erzähle jetzt kurz was zu Trans und wie Sexualität bei Transmenschen sein kann und was das für die Tantra-Massage bedeutet und dann eben, wie kann sich so die transgeschlechtliche Erfahrung und Tantra-Massage gegenseitig befruchten. Genau, also was ich schon gesagt habe, Trans bedeutet, dass man sich nicht vollständig mit dem zugewiesenen Geschlecht identifizieren kann und hier eben besonders, dass man seinen Körper als mindestens teilweise nicht als passend empfindet. Also manche sagen es dann so, ein männlich zugewiesener Mensch sagt dann, mein Gehirn erwartet einen weiblichen Körper. Das bedeutet eben für Berührung solcher Menschen, es wird spannend, man weiß nie so genau, was da passiert, weil es eben einfach keine eindeutige Verbindung sozusagen zwischen Gehirn und Körper ist und kann auch schmerzhaft sein. Und das Spannende oder die Herausforderung ist, kann ich diesen gefühlten Körper, also wenn ich zum Beispiel eben einen Transmann vor mir habe, also eine Person mit einem weiblichen Körper oder teilweise weiblichen Körper, die sich als Mann fühlt, kann ich diesen männlichen Körper, den diese Person eigentlich spürt, in der Tantra-Massage berühren. Denn das ist dann eine sehr heilende Erfahrung für die Menschen. So, ganz konkret eben in dem ganz klassischen Fall von einem wirklich transgeschlechtlichen Menschen oder transsexuellen Menschen ist es so, dass das Gehirn eine Yoni erwartet, aber einen Lingam hat oder umgekehrt. Eben wie gesagt, gibt alle Grauzonen, aber das ist so der ganz klassische Fall. Und das erzeugt eine ständige Spannung, die man als medizinisch irgendwie auch als Dysphorie bezeichnet. Eben, dass man ständig dieses Gefühl, man spürt ja, also jetzt eine Person, die, also eine Transfrau, die einen Lingam hat, spürt ja trotzdem ihren Lingam, aber ihr Gehirn will da eigentlich eine Yoni haben und wundert sich die ganze Zeit, also Lingam und Yoni sind klar? Okay, also ja, männliche Ausstattung, Lingam männliche Ausstattung, Yoni weibliche Ausstattung. Jetzt bei einer Transfrau ist es dann so, die ganze Zeit spürt sie in irgendeiner Form ihren Lingam, aber ihr Gehirn wundert sich die ganze Zeit darüber, dass da irgendwie ein Lingam rumhängt, weil sie das Gehirn eigentlich meint, da gehört eine Yoni hin. Und das ist eben so eine Spannung, die kann durch OPs und Hormone mindestens teilweise aufgelöst werden. Das kann man lang darüber diskutieren, ob vollständig oder nicht, ist aber letztlich egal. Und eben richtig schön ist es, wenn dieser gefühlte Körper, wenn man es schafft, in der Massage diesen gefühlten Körper zu berühren und wenn man es aus Versehen oder wie auch immer eben eine unpassende Berührung macht, das heißt eine Berührung, die diese Person an ihr körperliches Geschlecht erinnert, kann das unangenehm sein und kann auch richtig wie bei einer traumatisierten Person richtig triggern. Da muss man also aufpassen und gucken, vorher auch abchecken. Genau, vorher abchecken, Vorgespräch, was muss man da berücksichtigen? Ich glaube, viele Sachen sind generell im Vorgespräch gut, die bei Transmenschen besonders wichtig sind, aber bei Transmenschen kann es einfach ziemlich böse in die Hose gehen, wenn man es nicht tut. Grenzen abklären ist eh immer wichtig und in diesem Fall nochmal stärker, vor allem, was soll nicht berührt werden? Eben gerade, es gibt Zonen, die bei Transmenschen eben bei Berührung relativ schnell triggern können. Bei Transmännern sind es zum Beispiel die Brüste häufig. Und eben, wie soll nicht berührt werden? Es gibt eben Berührungen, die ganz stark ans körperliche Geschlecht erinnern. Eben, was weiß ich, bei Transmännern werden Brüste immer wirklich gereift oder drumherum oder so, statt so flach drauf.
Oder bei einer Transfrau, wenn man sozusagen merkt, also den Ding so irgendwie, erinnert dann ganz stark in Umständen an das körperliche Geschlecht, muss nicht bei allen Menschen so sein, aber kann gut so sein. Und das sollte eben nicht passieren. Und umgekehrt, was fühlt sich gut bzw. passend an? Gerade auch Transmenschen, die jetzt schon länger sich damit auseinandergesetzt haben, können auch teilweise recht gut sagen, was ihnen gefällt oder was sie sozusagen in das Gefühl ihres gefühlten Körpers bringen. Ich habe es nicht mitgenommen, aber es gibt auf Englisch gibt es auch Literatur, aber ich habe es einfach so, was ich eben schon von anderen Transmenschen gehört habe, ich habe das Gefühl, gerade Transmänner sind da sehr kreativ, in dem, wie sie dann sich Berührungen und auch Namen und so weiter, und das Nächste, erfinden, die oder ausprobieren haben, die gut sind. Das können teilweise auch relativ klar dann sagen. Genau, da gehört das Nächste dazu. Glaube nicht, du weißt, was jemand gefällt. Also eben, was weiß ich habe einen Lingam vor mir oder ich habe einen Joni vor mir. Man hat so das Gefühl, man weiß ungefähr, was man da machen kann, was sich für die Leute gut anfühlt. Das muss bei Transmenschen nicht unbedingt so sein. Wieder ist auch bei anderen Menschen so. Kann sich da auch sehr unterschiedlich anfühlen. Aber da ist es auf jeden Fall wichtig, das eben abzuchecken. Genau, was ich schon gesagt hatte, als Letztes die Sprache. Da ist auch sehr hilfreich eben, oder sehr wichtig, vorsichtig zu sein, denn die Begriffe, die man typischerweise für die entsprechende Ausstattung verwendet, können sehr unangenehm sein für die Leute, weil sie sich eben an ihr zugewiesenes Geschlecht erinnern. Also bei einem Mann vielleicht nicht von einem Schwanz reden oder so. Es wäre vielleicht ganz gut, einfach, also nicht bei einem Mann, sondern bei einer Transfrau. Bei einem Mann könnte es gehen, beim Transmann, aber oft einfach fragen, wie sie ihre Teile nennen, wenn man da irgendwie noch genauer was besprechen will. Oder einfach hören, wie sie es selber nennen. Genau. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass so diese trockeneren medizinischen Begriffe besser funktionieren als so umgangssprachliche Begriffe, aber bin ich mir nicht sicher, ob das bei allen so ist. Genau. Dann wollte ich einfach mal auf die verschiedenen Körper, die es da so gibt. Also nicht alle Transmenschen machen irgendeine Art von Anpassung ihrer Körper. Ich habe jetzt mal rausgegriffen, jeweils für Transmänner und für Transfrauen, die Hormone nehmen und die auch irgendwelche OPs haben. Wobei ich da bei Transmännern nicht so ganz sauber war, denn das ist jetzt Buck Angel, das ist ein transmännlicher Pornodarsteller. Er hat eine OP, die Mastik, also er hat sich die Brüste abnehmen lassen und das machen sehr viele Transmänner. Und das macht auch schon einen Unterschied. Eben danach, da werden ja auch die Brustwarzen verkleinert und so, danach fühlt sich für sie der Oberkörper passend an. Dann ist es mit der Berührung, denke ich, auch nicht mehr so das Problem. Ich weiß nicht, wie man es jetzt hier sieht. Also es ist im Prinzip wie eine Joni, aber die Klitoris ist gewachsen durch das Testosteron, ist praktisch wie so ein kleiner Penis, aber nicht so frei wie ein Penis. Und wird aber schon als Penis erlebt von Transmännern. Mhm. Genau, hier nochmal Detail. Eben die Klitoris ist durch Testosteron zu einem kleinen Penis gewachsen, aber nicht so freistehend. Und da eben gucken, wie man es schafft, das möglichst lingamtypisch zu bewegen. Also vielleicht tatsächlich so irgendwie so zu merken. Die Idee, also ich weiß, dass bei Sexualität das für viele Transmänner gut funktioniert, mit Strap-ons, also mit Umschnalldildo, dass sie das wirklich sehr stark als ihr eigenes erleben. Könnte man mal versuchen, weiß ich nicht, wenn da irgendwie ein Transmann seinen Strap-on mitbringt, weil dass sie das sehr stark als ihren eigenen Penis erleben und dann versuchen, den zu massieren. Vagina-Massage ist, also wenn sie nicht operiert sind, haben sie eine Vagina und manche nutzen ihre Vagina schon beim Sex, aber das ist eine Sache, die sehr schnell an ihr zugewiesenes Geschlecht erinnern kann, muss man abchecken. Also ich weiß nicht, genau, man kann es im Vorgespräch abchecken oder halt wirklich nur, wenn sie darum bitten. Also ich glaube, ich habe schon belegt, welche Menschen könnten das sein, wo es wahrscheinlicher ist, dass sie Interesse daran hätten. Ich glaube, es sind zum einen Menschen, die sich eher so dazwischen identifizieren oder Menschen, die schon sehr sicher mit ihrem Körper sind. Da kann es durchaus sein, dass sie das machen. Also ich weiß von Transmännern, die da durchaus Sex mit ihrer Vagina haben und das sehr, sehr angenehm empfinden, aber es ist oft schon sehr irritierend.
Aber es ist ein bisschen, also durch das Testosteron verändert sich die Haut, es wird alles ein bisschen dünner. Also bei Sex müsste man auch eher Gleitgel nehmen als bei Cis-Frauen, aber bei, hat man ja Öl oder irgendwas eh da, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ach so, ja, Cis-Frauen sind nicht Trans-Frauen. Also ganz normale Frauen. Normal ist immer ein schwieriger Begriff. Ist dann die gesamte Haut gemeint des Körpers? Nee, nur im Genitalbereich. Sorry, ja, genau, nur im Genitalbereich. Sonst, klar, erinnert sich die Haut auch, das ist eher wie eine Männerhaut, härter und so. Und haariger und so weiter. Das ist wie, genau. Aber eben im Genitalbereich ist diese mehr Schleimhaut-Sache ist nicht mehr so stark. Und genau, Brüste, eben schwierige Zone, sehr aufpassen, wenn sie noch da sind. So, genau, dann gibt es Möglichkeiten bei Transmännern, einen Penis aufzubauen. Die einfache, Möglichkeit ist Clitpen hier. Da wird der Gewachs, die Klitoris, die ja schon gewachsen ist, wird ein bisschen freigestellt und manche lassen da noch eine Harnröhre rein verlegen. Hier, man kann dann so Implantate in die Schamlippen oder in die Venuslippen legen, die äußeren, für Hoden. Und das ist eben der große Aufbau, da wird von woanders Haut genommen und wirklich ein Penis geformt. Und das funktioniert Also er funktioniert nicht in dem Sinn, dass er von sich aus erregieren kann. Manche lassen sich eine Erektionspumpe einbauen. Das kriegen ja auch Cis-Männer, wenn sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen durch eine OP oder so nicht mehr erektionsfähig sind, gibt es ja auch und das gibt es da eben auch. Genau, also großer Aufbau, eben so richtig mit richtig Haut und groß, ist Empfindlichkeit, also, soweit ich es gekriegt habe, geringer als bei Cis-Männern. Und es ist so, dass die Klitoris noch so irgendwie so unter der Peniswurzel sitzt, also genau weiß ich auch nicht wie, aber sitzt da so drunter. Das heißt, man stimuliert die Person, wenn da so ein Druck von oben drauf kommt. Dann wird die Klitoris praktisch so von oben stimuliert. Und ansonsten denke ich, ist es mit klarer Berührung, dass wirklich auch die Person mitkriegt, was da gemacht wird, ist einfach dann sehr hilfreich, wenn die Empfindlichkeit nicht mehr so stark ist. Bei Clitpen Empfindlichkeit größer als bei Cis-Mann, ist jetzt so meine Vermutung, weiß ich nicht ganz genau, aber das sind ja doppelt so viele Nervenenden in der Klitoris wie auf der Eichel. Und es ist ja immer noch nicht ganz so groß wie eine cis-männliche Eichel, also müsste schon zur deutlich größere Empfindlichkeit sein. Und deutlich kleiner, aber eben trotzdem gucken, dass man es irgendwie so berührt, dass es sich für sie so anfühlt, als ob man einen Cis-Mann berühren würde. Dann Transfrauen mit Östrogen. Man sieht so ein bisschen eben, es wachsen Brüste und Penis ist noch da, ist aber, oder Lingam ist da, aber ist kleiner. Es schrumpft durch das Östrogen oder Testosteronblocker. Achso, zu Brüsten habe ich, genau, Brüste habe ich jetzt hier nicht mehr auf die Seite drauf gepasst, funktioniert wie bei Cis-Frauen. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Ist ein bisschen härter, ist ja ein bisschen lustig, weil die Brust ja sozusagen 10, 20 Jahre später angefangen hat zu wachsen als bei Frauen, die so schon immer einen weiblichen Körper hatten. Deswegen sind die etwas fester und kleiner. Eher so wie so bei Teenagern. Aber funktioniert zumindest genauso. Die Penisspitze funktioniert gut, eigentlich für, oder kann gut funktionieren als Klitoris. Vielleicht gibt es da auch bestimmte Punkte darauf, kann man fragen, die dann so wirklich dieses Gefühl verursachen. Ich glaube, der empfindlichste Punkt ist ja da so am Bändchen. Vielleicht kann man wirklich dann ganz fein nur da stimulieren. Bodensack als äußere Lippen, das ist eigentlich ziemlich klare Entsprechung. Und wenn man Penetration, also eine Yoni-Massage von innen simulieren will, kenne ich jetzt drei Varianten, wie man das machen kann. Entweder eben das im Perineum stark drücken, da kann man ja so, glaube ich, Shiatsu heißt oder so, wenn man so richtig da so reingeht, das geht eigentlich. Ist ein bisschen die Frage, wie entspannt die Person ist und so, aber da kann man ja ziemlich stark rein eigentlich. Oder eine andere Sache, also habe ich mir nur sagen lassen, aber es soll ganz gut funktionieren, dass man eine Analmassage macht, aber dann gleichzeitig, wenn man mit langen Fingern reingeht, gleichzeitig mit dem Daumen aufs Perineum drückt, dass man so gleichzeitig wirklich das Gefühl hat, ich habe was in mir drin und ist aber auch an der richtigen Stelle tatsächlich auch eine Berührung da. Oder
eben, was erstaunlich gut funktioniert, dass man die Yoni, dass man ausspricht, was man mit der Yoni machen wird und es eine Vorstellung hat und die Person stellt sich es auch vor und dann eben auch eben am Perineum drücken, dass es an der richtigen Stelle ist und dann kann es in der, kann man, wenn man da drin ist, sich das richtig vorstellen und es kann auch ganz stark sein. Also währenddessen kommunizieren. Genau, genau. Okay. Ich, genau. Mhm. Ja. Dann Transfrauen mit Neovagina, also recht viele Transfrauen lassen sich operieren und eine, sich eine Neovagina herstellen. Das sind jetzt zwei Beispiele, was man, also es, es gibt dann hier richtig einen, einen Eingang, aber was man halt auch, und hier auch, was man halt sieht ist, dass so das alles nicht so ganz klar definiert ist. Es ist nicht so ganz klar, wo hier die inneren, wo hier die äußeren Lippen sind. Es gibt auch nicht, hier ist die Klitoris, das ist relativ klar, aber es gibt zum Beispiel keinen Klitorisschaft. Es gibt hier ein bisschen was nach unten. Und hier ist auch schon gar nicht mehr so ganz klar, wo die Klitoris ist. Ich glaube, hier. Die Klitoris wird aus einem Stückchen von der Eichel gemacht. Genau, und je nachdem, wie gut der, die Operateurin das kann, passt es vom Aussehen her halt genauer oder weniger genau. So, also generell ist es schon recht vergleichbar mit dem, was so bei Cis-Yonis da ist. Es ist weniger Feuchtigkeit, ist jetzt bei Massage wahrscheinlich wieder nicht so das Thema. Die Neovagina ist, ist ein Hautschlauch, wird entweder aus dem Penis gemacht oder aus Hodensackhaut oder manchmal auch noch andere Möglichkeiten. Ist ein Hautschlauch und kein Muskel, also ist nicht so dehnbar. Also da irgendwie versuchen zu fisten oder irgendwie irgendeine Art von so Dehnungssachen, das geht nicht. Also das ist einfach Schluss. Das ist einfach nur Hautschlauch. Insgesamt ist es nicht so empfindlich wie bei Cis-Frauen oder möglicherweise nicht so empfindlich. Also da kann es, hat vielleicht den Vorteil, dass man die Klit wahrscheinlich auch einfach direkt berühren kann und sich nicht so ganz vorsichtig rantasten muss. Und die Anatomie ist eben nicht ganz so detailgetreu da. Eben, also es hängt eben sehr dann von dem Operationsergebnis ab, ob man da wirklich ganz genau definierte kleine und große Lippen hat und das Häutchen auf der Klit und so. Da muss man halt eventuell ein bisschen gucken, wie man da einfach das nutzt, was halt da ist. Jo. Genau, das war es so zu den Körpern. Und dann, was eben, was kann das, wie kann sich das gegenseitig befruchten? Als erstes eben, was bringt Tantra für Transmenschen? Also, wie kann man auch dann ja, Tantra-Massage bewerben für Transmenschen? Das eine, und da habe ich getrennt in eben Prä-OP und Post-OP, was nicht ganz klar ist, weil man kann ja verschiedene OPs machen. Bei Prä-OP ist eben die Sache, zuerst mal so ausprobieren, wie sich diese zukünftigen oder die gefüllten Genitalien anfühlen können. Das ist auch so eine Frage, wo Menschen dann so ihre Transgeschlechtlichkeit überprüfen können. So sage ich, okay, ich will jetzt mal gucken, fühle ich mich wirklich so? Oder ist es jetzt nur irgendwas, mir gefällt meine Rolle als Mann oder meine Rolle als Frau nicht so oder so, sondern ist es wirklich was, wo ich mich auch körperlich so erlebe? Und wenn ich dann in der Massage es wirklich durch diese Sachen, die ich gerade erzählt habe, spüren kann, dass ich, mein, dass ich dann als Mensch mit meinem männlichen Körper meinen weiblichen Körper spüren kann, umgekehrt kann ich spüren, passt das oder passt das nicht? Und wenn es passt, gibt es so eine Erleichterung und so ein gutes Gefühl, dass dann wirklich eine schöne Bestätigung ist für die eigene Transgeschlechtlichkeit. Oder halt auch nicht, wenn ich sage, nö, wieso, eigentlich passt mein Körper so, wie er ist und da ist eigentlich nichts weiter zu verstehen. Oder eben experimentieren, wie viel Umdeutung möglich ist. Also wenn ich die Teile, die ich habe, so umdeuten kann, dass sie meinem identifizierten Geschlecht entsprechen, dann muss ich nicht so viel operieren. Also wenn, keine Ahnung, zum Beispiel ein Transmann merkt, es klappt wunderbar, wenn ich einfach nur Strap-On an habe, da fühlt sich super an als mein Penis, da habe ich richtig das Gefühl, ich kriege einen Steifen oder was auch immer, da brauche ich nicht operieren, das geht gut, dann kann ich so Sex haben und sowas kann man halt so im geschützten Rahmen von der Tantra-Massage einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren. Oder bei einer Transfrau möglicherweise, ich sage, okay, die, wenn ich anal penetriert wird, das fühlt sich für mich so passend und so gut an, ich brauche nicht die Möglichkeit, auch vaginal penetriert zu werden. Das ist gut so, passt. Und genau. Oder auch merken, nö, es ist ganz was anderes, ich brauche wirklich eine OP.
oder eben Verbindung mit dem eigenen Körper finden. Transmenschen haben ja oft dann sehr große Schwierigkeiten, Kontakt mit ihrem Körper zu haben, weil der Körper eben nicht passt und weil, wenn ich mich auf den Körper konzentriere, ich dann diese Dysphorie erlebe, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es nicht so ist, wie ich es erwarte und so. Und wenn ich dann aber diese achtsame Berührung bekomme, und zwar wirklich die achtsame Berührung des gefühlten Körpers, dann kann ich auch schaffen, nach und nach diese Dysphorie oder diesen Konflikt zu befrieden und und wieder Frieden in meinen Körper reinzukriegen. Genau, ohne eben, ja, Frieden und Ablehnung, wirklich, weil sehr oft, also viele Transmenschen haben eine ganz, ganz starke Ablehnung gegenüber dem Körper. Und wenn dann der Körper mal achtsam berührt wird, kann es sein, dass man diese Ablehnung überwindet oder wenigstens geringer kriegt. Post-OP, also wenn Leute sich haben operieren lassen, ist es ja so, da hat irgendein fremder Mensch einen Chirurg, eine Chirurgin dran rumgebastelt und dann ist da irgendwas rausgekommen. Und das ist erstmal ja nicht meins. Erstmal tut es sowieso weh und so weiter und dann ist eben wichtig, sich das wieder anzueignen als das eigene, dass es wirklich mein Körper ist und ich das wirklich als meins empfinde. Und da kann eben auch so eine achtsame Berührung sehr helfen, dass ich das wieder als meins erlebe. Und eben kennenlernen da neue Möglichkeiten. Wenn da wirklich alles mal berührt wird und mal angefasst wird und ausprobiert wird, kann ich mir auch merken, okay, das fühlt sich gut an. Weil man hat es ja vorher nicht gehabt, man weiß es ja einfach nicht, was sich gut anfühlt. Klar, ist auch was für viele Cis-Menschen wahrscheinlich. Ist einfach eine sehr, ja, dann weiß ich nachher auch keine Ahnung, was ich einer Partnerin, einem Partner sagen will, das und das, wenn du das machst, das fühlt sich gut an. Umgekehrt, was kann Tantra von Trans lernen? Und ja, genau, also es ist einfach, als Transmenschen müssen wir uns sozusagen sehr viel mit Körper und Sexualität und müssen, aber letzten Endes doch auseinandersetzen. Und wenn es nur Leute sind, die dann immer OP-Ergebnisse vergleichen oder so. Und auch, wir müssen auch bei Anführungszeichen normalen Sex sehr viel kommunizieren, weil einfach niemand weiß, wie das funktioniert, wie unser Körper funktioniert. Das Wir ist jetzt irgendwie, gilt nicht für alle Transmenschen, aber es ist was es häufig gibt. Das heißt, diese Sache, wir reden darüber, was wir für einen Körper haben, wie sich der anfühlt und bitte, wie wir gerne berührt werden wollen, kann man lernen. Experimentierfreude, eben, wenn es nicht so passt, dann muss man mal gucken, was kann denn passen, wie kann es denn passen, wie kann ich umdeuten und so weiter. Und das ist für alle gut. Mal rumprobieren und gucken, was sich gut anfühlt und so. Und eben auch die gleiche Sache kann sich für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich anfühlen. Also dieses Wegkommen von den Sexual Strips, von dem, okay, wenn ich mit einer Person Sex habe, dann passiert das und dann kommt ein Orgasmus oder so. Muss nicht so sein, muss generell nicht so sein. Und es kann sich auch die Sachen, was sich für eine Person als was sehr Intensives anfühlt und was nicht, kann ganz unterschiedlich sein. Kann sein, dass Leute mehr Vertrautheit mit der Person haben müssen, um zu küssen, als um Sex zu haben oder so. Genau, und bei Transmenschen ist es einfach auch so, dass sich alles unterschiedlich anfühlt und dass man darüber reden muss und eben Grenzen abklären. Gerade bei Transmenschen gibt es eben viele Grenzen. Es ist teilweise, habe ich das Gefühl, vergleichbar mit traumatisierten Menschen, dass es eben bestimmte Arten von Berührungen triggern können und dass es einfach generell wichtig ist, eben abzuklären, wie will jemand nicht berührt werden und das dann auch zu achten. Genau, und als letztes, so Eigenwerbung, Transmenschen als MasseurInnen. Was bringt die Transerfahrung Leuten, die Tantra-Massage geben? Also ganz allgemein, in vielen Kulturen sind Transmenschen PriesterInnen. Also in der westlichen Kultur sind die leider so, aber in vielen anderen Kulturen ist das nicht so, weil sie so eine spezielle Rolle haben. Und zwar eben, meistens hat man einfach eine tiefe Auseinandersetzung mit der eigenen geschlechtlichen Identität und der Sexualität, denn sonst fängt man nicht an, so einen Weg einzuschlagen, weil der halt doch irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Überlegt man sich schon sehr genau, ob sich das lohnt. Und dafür muss man sich erstmal mit sich auseinandersetzen. Ja, wie fühle ich mich denn geschlechtlich? Worum geht es? Geht es um meine Geschlechtsrolle? Geht es um meinen Körper? Was bedeutet es für mich, Frau zu sein oder Mann zu sein und so weiter? Damit müssen sich Transmenschen mehr oder weniger auseinandersetzen. Und Sexualität genauso, beziehungsweise so irgendwie diese ganz klassischen Orientierungen, homosexuell, heterosexuell, die verlieren dann irgendwann ihre Bedeutung so ein bisschen.
auch nicht ganz. Aber ja, man setzt sich auch damit viel auseinander. Auch eben die Sache, dass wie ich sexuell ticke, nicht wirklich viel damit zu tun hat, wie ich mich geschlechtlich erlebe oder was für ein Geschlecht ich bin. Das sind zwei getrennte Dinge. Und sowas, ich habe das Gefühl, durch diese Trans-Erfahrung wird man ja ganz schön durch die Nudel gedrückt. Und das bringt halt was auch zum Verstehen für andere Menschen dann. Und das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, kennen gewisserweise Männlichkeit und Weiblichkeit. Genauso gut kennt man auch beides nicht, denn man hat nicht diese Erfahrung, wie sich das anfühlt, wenn alles zusammenpasst sozusagen. Aber man weiß schon ein bisschen was, wie sich ein Linger und eine Joni anfühlen, auch von innen und auch unter, wie sich, also gerade Leute, die eben einen Hormonwechsel gemacht haben, wie anders es ist, unter Testosteron zu sein als unter Östrogen. Das macht einen Unterschied und den kennt man dann und so. Und das Letzte, ja, es ist für mich oder für viele Transmenschen auch nervig, dass es so ist, aber so teilweise befindet man sich so ein bisschen außerhalb des Geschlechterspiels, weil man von außen oft nicht eindeutig als das eine oder das andere eingeordnet wird. Das ist normalerweise für Transmenschen eher verletzend, dass es so ist, aber es ist, denke ich, schon auch, kann auch ein Vorteil sein, eine Tantra-Massage, denn die üblichen Filme, die ablaufen, wenn ein Gast kommt, müssen nicht unbedingt ablaufen. Also ein Mann muss sich nicht unbedingt schwul fühlen, wenn er oder so, oder Angst haben, schwul zu sein, wenn er von einer Transfrau massiert wird und umgekehrt. Vielleicht auch hat er dann nicht ganz so das Gefühl, keine Ahnung, seine Frau zu betrügen oder sowas. Da gehen dann manchmal solche Filme ab, wenn es eine Transfrau ist oder umgekehrt genauso. Ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, Transmenschen haben da so ein bisschen eine Sonderrolle und so ein bisschen, sind so ein bisschen draußen aus dem ganzen Spiel. Und das kann man ja auch nutzen. Genau, ich bin gerade so durchgerutscht. Ja, genau. Jo. Danke. Fragen? Ja. Genau, jetzt ja. Ist der Raum für Fragen noch. So, es können noch ungefähr 15 Minuten. Also, ja, wir können natürlich auch immer ins Gespräch kommen, noch mit Kindern in den Hausen zum Beispiel. Also, das kann jetzt vielleicht nicht jeder. Ich lasse mich kurz fragen, Herr Tina und auch an andere erfahrene Masseure. Hier ist ja die Sache, die Rede von Transmenschen. Mich würde interessieren eher Transgender, die ja durchaus mit ihrem Körper in Ordnung sind. Also ich sag mal, die ihr Geschlecht halt akzeptieren und auch ihre Sexualität in dem Sinne leben, aber parallel auch sich mit dem anderen Geschlecht sehr stark identifizieren. Also da würde mich auch mal interessieren, welche Erfahrungen gemacht werden. Also ich habe einmal eine Transfrau, also weiß ich nicht, also eine Person massiert, die jedenfalls auch keinerlei Anpassungen macht, auch keine Hormone und so weiter. Und die Michi, also kennt Maya auch, also die macht ja so auch Seminare für Transmenschen, die hat es uns so angeleitet und das ging wirklich gut. Jemand, der einen ganz komplett männlichen Körper hat, auch schon ein Gefühl dafür zu haben, wie es sich anfühlt, als Frau berührt zu werden. Also sprich, kann man das eigentlich da so übertragen? Kann man übertragen, ja. Also eben die Brüste sind halt zum Beispiel gar nicht da, aber das ging trotzdem, sie dann so zu berühren, als ob es eine Brust wäre. Und die Sache mit dem Perineum und Anus und so geht ja genauso. Ja, weil zum Beispiel mit Brüsten hätte ich zum Beispiel sofort, weil ich mit einer Transe bei zusammen war, zum Beispiel weiß ich ja, dass bei Chemie zum Beispiel auch gar nicht geht, Sex ohne BH haben, ohne die künstlichen okay, Brüste. Ja, genau. Und wie kann man sowas dann in eine Massage integrieren, ja, wenn derjenige bzw. diejenige gar nicht ohne kann? Ja, das gleiche gibt es bei Transmännern. Die oft ohne Binder sich nicht richtig fühlen, die also auch beim Sex einen Binder anhaben, also praktisch ist so ein ganz enges Unterhemd, was die Brüste platt macht. Ja, also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man muss da interpretieren, improvisieren. Ja, ja, und danke für den Vortrag, das ist ein sehr aktuelles Thema. Ja. Danke. Ja. Ich habe die Frage, wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ich kann es auch nochmal. Kann das Gerät denn auch abgestellt werden? Ja, Ja, also wie viele Menschen das ungefähr betrifft, ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung machen können. Ja.
Also man weiß es nicht. Also ich nenne immer die Zahl 1 Promille. Also wenn wir für mich so für uns erklären, in der Schule gibt es pro Klasse 1-2 Leute, die sind homosexuell und pro Schule 1-2, die sind transsexuell. So ganz grob. Aber es hängt wirklich ganz davon ab, was man sich anschaut. Eben wenn man jetzt so Transgender mitrechnet oder auch Leute, die nur ab und zu mal irgendwie eine andersgeschlechtliche Erfahrung machen wollen oder sich ab und zu andersgeschlechtlich fühlen, so, dann wird es wieder viel mehr. Wenn man jetzt alle Leute nur nimmt, die irgendwie komplett den ganzen Satz an Hormonen, an OPs machen, sind es weniger. Leute, die ihre Namensänderung gemacht haben, sind es, weiß ich nicht, unterschiedlich. Aber so ein Richtwert, finde ich, ist so 1 Promille. Aber viele geben es ja auch nicht zu, gerade die Leute, die es eben nicht, die jetzt nicht Vollzeit wechseln würden. Ist das richtig, dass das so ein langer Weg ist? Wann hat es bei dir angefangen? Wann hast du das entdeckt für dich? Ist das in Ordnung für dich, wenn man dich oder auch jemand anderer darauf anspricht und sagt, hey, erzähl mir mal darüber? Also bei mir oder wirst du nicht gern darauf angesprochen? Also bei mir ist es in Ordnung, bei anderen nicht unbedingt. Aber für das hier würde ich sagen, frage lieber nachher, einfach weil es ein anderes Thema ist. Also ich kann natürlich auch darüber erzählen, so ganz allgemeine Transgeschlechtlichkeit. Aber ich würde gerne, falls noch Fragen zu Trans und Tantra sind, erst das beantworten. Aber also sonst kann man mich da jederzeit fragen. Also ich möchte ganz gerne mal sagen, Tina, ich finde es total klasse, dass du das hier machst. Ich danke dir erstmal ganz sehr. Ich habe eine indirekte Berührung damit mal gehabt und habe sie auch noch. Und das finde ich ganz spannend. Dass mein Telefon jetzt klingelt. Ist ausgeschaltet. Und ich finde es echt klasse, dass du hier darüber für meine Begriffe relativ frei sprichst, obwohl ich gemerkt habe, dass du da ja, auch flatterst und das auch zeigst. Ich finde es total klasse. Toll. Vielen Dank. Das wollte ich einfach mal sagen. Ja. Ja, ich warte eigentlich seit Jahren auf diese Informationen, weil meistens wird über Homosexualität oder so gesprochen. Und ich frage mich seit, warum, was ist das für eine Grenzüberschreitung, wenn man nur über Homosexualität spricht und nie in der Presse über eben die Priester, die wir die Möglichkeit haben, genau, aus dieser Erfahrung zu schöpfen, etwas zu lernen, neue Dimensionen kennenzulernen. Ja. Warum ist für dich so? Also ich glaube, das Problem ist, dass halt unsere, also ich denke letztendlich, was wir vorher schon in anderen zwei Vorträgen hatten, das Patriarchat das Problem, weil wir sind einfach eine ganz stark zweigeschlechtlich strukturierte Gesellschaft und da pieksen Trans-Leute immer so ein bisschen. Auch wenn ich selber mich ganz eindeutig, also auch zweigeschlechtlich, also als Frau identifiziere, trotzdem sage ich ja, okay, mein Körper ist halt nicht so, ändert nichts dran. Das piekst einfach dieses System so sehr an und deswegen ist es was gerade für unser System hier total schwierig ist. Warum piekst Homosexualität piekst nicht, oder? Piekt auch, aber ich glaube, da war einfach die kritische Masse da, dass es irgendwann mal gesellschaftlich durchgegangen ist und gesellschaftlich integriert wurde. Bei Transgeschlechtlichkeit ist es einfach noch. Ist einfach zu wenig. Also, ja. Wenn sich Prominente dann für, was weiß ich, schwul oder lesbisch outen, dann ist das immer noch auch wieder was anderes. Ja, und es ist halt auch gleich Mode und, also so habe ich das Gefühl. Ja, weil irgendetwas ist da, weil da, das sollte der Kern sein, das ist der Kern, ne? Für mich der Thematik, weil dann würde man auch viel mehr Menschen helfen können, das zu verstehen oder das zu integrieren. Und ich, wie gesagt, ich bin interessiert an diesem Kern, aber ich habe nicht verstanden, warum das wird mehr Aufmerksamkeit gegeben und hier überhaupt nicht. Seit Jahren beobachte ich die Presse, ne? Überall im Internet. Ja. Ne? Es ist schon mehr geworden, aber es ist, gibt Filme, die sind meistens grottig. Es gibt Filme, es gibt irgendwie Dokumentationen, die sind meistens schlimm, aber es gibt mehr. Aber ich glaube, es ist einfach auch eine sichtbare Geschichte. Also ich meine, ich bin sozusagen auch noch lesbisch, aber wenn ich durch die Stadt laufe, spricht mich niemand an, weil ich lesbisch bin oder guckt niemand komisch, weil ich lesbisch bin, sondern weil ich transsexuell bin. Weil das einfach viel sichtbarer ist. Und auch, denke ich, schon noch mehr eben dieses patriarchale Geschlechtersystem stört. Wobei da ja schon, klar, Homosexualität stört es auch. Ja. Aber das ist ja... Ich ist auch noch... Sorry. Oder, ich weiß nicht, wer zuerst war. Egal. Ja,
Also ich wollte dazu auch noch zu deiner Frage was sagen, Schied. Also diese Szene, diese Trans-Szene ist sehr weit gefächert. Also von kleinen Abstufungen bis zur Transsexualität, also es ist ein ganz großes Gebiet. Und die richtigen Transsexuellen, die wollen auch später nicht mehr als mit ihrer Vergangenheit so konfrontiert werden. Die wollen untertauchen, die wollen also in der Gesellschaft sozusagen sich anpassen und als richtige Frau wahrgenommen werden. Das heißt also, die wollen sich wirklich richtig anpassen. Deswegen siehst du die nicht, die sind dann Stealths, die tauchen unter. Am Anfang sind sie in der Szene aktiv bis zum Schritt und dann sind sie weg. Das ist also wirklich sehr schade, dass sehr viele nicht den Mut haben, in der Gesellschaft zu ihrer Identität zu stehen. Also ist das wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass also ein Mann, was wert ist, und ein Mann, der aber sich als Frau definiert, nicht so viel wert ist. Das ist eigentlich eine Peinlichkeit. Und eigentlich ist es total verrückt, aber es ist halt wirklich so, wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass das nicht so anerkannt ist, wenn ein Mann Frauenkleider trägt. Das ist schade, dass man so Vorteile hat, Kleiderordnung, wenn jeder Mensch einfach sich als Mensch bezeichnet und so lebt, wie er sich fühlt. So weit sind wir leider noch nicht, aber das ist also ganz... Ja, doch gibt es das in allen Kulturen, also man kann in ganz vielen Kulturen gucken, wo das... Die größte Dramen spielt sich da. Du wolltest noch was sagen. In vielen Kulturen sind es auch heilig, weil sie zu selten sind. Zum Beispiel in Asien, das haben wir gesehen. Ja. Also Hitra ist ja... Oder bei den Indianern gibt es doch vier Geschlechter. Ja, oder also je nachdem wo... Mann, Frau, Frau, Mann und... Mann, Frau. Ja. Und da, also es gibt ganz tolle Sachen, also was vielleicht ein bisschen Richtung Tantra geht, so, was ich sehr schön finde, was wir auch bei mich immer gemacht haben, sind so Initiationsriten und das gibt es eben, also das ist was, was hier dann theoretisch sozusagen die Verhandlung beim Gericht sein könnte, wo dann das zugesprochen wird, das identifizierte Geschlecht oder so, aber wirklich halt gibt es nicht so richtig und das gibt es eben gerade in so indigenen Kulturen teilweise, dass dann wirklich auch sozusagen Transfrauen dann den Initiationsritus für Frauen durchlaufen und umgekehrt. Aber jetzt ist auch noch. Also ich habe das in einem Freundeskreis mal erlebt, wie auch ein Mann zur Frau geworden ist. Habe selber gemerkt, wie andere und auch ich auch ein bisschen unsicher waren mit dem. Dann war das dann irgendwie so, am Anfang haben einige das gar nicht ernst genommen, dass er plötzlich sie sein wollte. Für mich war es auch dann irgendwie zwischendurch, habe ich dann irgendwie immer von er, sie geredet, weil ich nicht wusste, wie ich den, später habe ich das, weil sie das so lange ja auch gezeigt hat, konnte ich dann irgendwann sie sagen. Aber selbst dann war das dann so, dass ich war mal mit ihr dann zusammen irgendwo in der Kneipe und da ist mir dann aufgefallen, ich bin es als Frau gewöhnt, als erstes gefragt zu werden. Und plötzlich wurde sie als erstes gefragt. Und weil ich irgendwie in irgendeiner Weise noch wusste, dass sie noch körperlich eigentlich ein Mann ist, ist es total irritierend.